Und damit sind wir wieder zurück bei einer weiteren Folge von Angry Birds Fight. Es geht weiter hier. Wir haben die Monsterchen zum Schlachten. Naja, oder wir haben aktuell 475 Monsterpunkte und sind dann mit Rang 51.800. Also es wird sich natürlich über die Zeit auch herausstellen, wer da wirklich Lust hat, weiterzumachen. Und wer da wirklich schnell aufhört. Ah ja, okay. 44, 36 habe ich hier bekommen. Ist doch nicht schlecht. Also wir haben sogar gestern so ein 14er Schwein besiegt, aber das hatte 5000 HP gehabt. Und hat irgendwie 1000, 1200 Schaden gemacht. Das ist schon nicht schlecht gewesen. Ja, und die habe ich ein bisschen bekommen. Hier, hier und so weiter und so weiter. Also war ganz okay. Aber vielleicht finden wir jetzt noch ein paar welche. Dann, ich habe gestern ein bisschen gespielt gehabt, weil ich Lust hatte, irgendwie so ein bisschen nebenbei so ein bisschen die Energie loswerden. Hab hier unten in dem Level trainiert gehabt. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt überhaupt für eine Siegesserie habe, ist auch relativ egal. War relativ einfach gewesen. Und wir haben dafür, dass wir 250 Punkte bei diesem Monster-Ding fertig haben, einen Hamburger bekommen. Der ist, glaube ich, unsere Bombe. Wenn ich mich recht entsinne. Wenn es laden würde. Ich hatte gerade schon so ein Ladeproblem. Okay, Geschenk angenommen. Die Server sind gerade ein bisschen lamer. Lama. Oh, Freunde, der Geschenk ist geschenkt. Wunderbar. Oh Gott, das dauert jetzt ernsthaft so lange. Oh Gott, okay, dann lassen wir das. Dann geht es leider nicht. Dann müssen wir hier kommen. X skippen. X klicken. Ja, ein paar Ladeprobleme. Aber das ist halt so. Ich habe gerade auf der Seite nachgeschaut. Ich will jetzt überhaupt gar nichts machen. Ich kann überhaupt nichts weitermachen und lädt sich das ins zu Tode. Und da habe ich echt keinen Bock drauf. Ja, ich habe so ein bisschen Chuck-Level gehabt. Das ist fast Level 11. Also sind aber alle ganz okay durch unsere Monster-Angriffe. Kriegt ja jeder Erfahrung. Das ist 19er Siegesserie. genau, wir haben gegen Red, habe ich angelegt gehabt gestern, so eine Papierlaterne bekommen. Heißt, gegen Red haben wir eine Lebensbonus und ihr seht, wie unglaublich krass lange das leider hält. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, hier haben wir was. Ah, ich mag diese Musik. Gut, dann machen wir so. Yay. Nee. Dum, 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 dum. So, ja, Mann, Stella. Na, da hätte ich vielleicht einen Chief hinterkommen und Chuck machen können, wir die nicht automatisch ausgelöst worden. Das ist ja ärgerlich. So, hier haben wir noch eine. Ja. Viel ist hier aber trotzdem nicht mehr möglich. Ja Gott, jetzt ist wieder ein bisschen was möglich. Ja, ja, so ist das. Na, okay, doch. Wunderbar. Ja, es sieht nicht so gut aus mit den Dings, aber schauen wir mal. Und, wie viel haben wir? Wie viel hat der Gegner, sagen wir mal so. 209, jetzt kommt es auf einmal, macht ja Schaden. Und mein Linear macht mir Schaden, wunderbar. Heißt, wir haben gewonnen gegen ihn. Und der hat, glaube ich, sowieso weniger Leben als Chuck hat, oder? Ich glaube, das war so. Jetzt ist ich völlig Latte, ob mein Schild jetzt gebrochen hätte oder nicht. Hätte ihn so oder so besiegt. Wunderbar, 20er Siegesserie, 3 Punkte, das heißt noch 2 Angriffe fehlen. 2 Wins fehlen. Und dann... Ah ja, nee, lass mal. Kabuto verkaufen. Ah, Ladevorgang. Das ist echt krass, wie lange das langsam das heute geht. So. Haben wir ein Schwein entdeckt? Das ist. Okay. Hat ein bisschen länger geladen. Das ist immer so ein Zeichen dafür, dass man ein Schwein entdeckt hat. Welches Level? 10, 20, 35? Oh, Level 5 nur. Was ist denn das, ey? Level 5 und ich habe 6 Stunden Zeit. Und ich glaube, je höher, desto weniger Zeit hast du wahrscheinlich. Also auf Level 20 wahrscheinlich noch so 3 Minuten. Irgendwie so eine Art. Oh. Geh direkt los hier. Auf geht's. Go, go. Oh, ein 5er. Und irgendwie konnte man anscheinend Chuck mit dem anderen hier verbinden. Oder auch nicht. Weiß ich gar nicht. Irgendwie so. Na, egal. Ich zähle einfach. Irgendwie meinte einer mal, man kann die verbinden mit irgendjemandem. Aber. Boah, ist mir jetzt relativ egal. Nein, Twin, da müssen wir was machen. Nein! Aber ich glaube, den kriegen wir down. Weil es ist gerade mein Level. Welches Level war der? Schon wieder vergessen. Es ist kein so starker. Meine kriegt 600, ja, 500 Schaden. Eigentlich Chuck, hier ist man in die Fresse. Das ist in 2 Runden ist das Ding maximal gelaufen. Ja, und der macht nicht so viel Schaden. Aber ja gut, 8 Erfahrung ist halt, wie gesagt, ist halt so ein ganz kleines Monster, gibt es halt nicht allzu viel. Aber wir kriegen ein paar Monsterpunkte ganz für uns alleine. Getötet!
Weg ist er. Wunderbar. Hm, noch wird's berechnet, okay. Ja, Level 5 war es gewesen, aber wie gesagt, nicht allzu stark. Höhere sind natürlich immer ganz cool, aber braucht man halt natürlich bessere Items dafür. Dacho. Dacho mit einem nicht identifizierbaren Land anscheinend. So, hier mal, zack, Stella. Mehr Stella! So, wirklich viele gute Kombis kriege ich hier nicht zustande, ne? Bisschen traurig gerade. Ah, doch, da war eine Vierer anscheinend. Habe ich jetzt gar nicht mitbekommen von den Blauen. Ah, ich dachte, da wäre noch eine Vierer-Kombo gewesen. Schade. Schade. Aber sehr viele Dreier-Kombos. Damit bin ich auch zufrieden. Sehr viele Dreier-Kombos oder halt mal ein paar Vierer-Kombos wäre auch nicht schlecht. Oh, wunderbar. So, gleich muss die Zeit abgelaufen sein. Ja, 5 Sekunden. Oh, sehr schön. No! Gerade, wo es so gut läuft. Scheiße. Aber, Alter. Achso, das toll, weiß es offline. Kann seine vernichtende Lila nicht mehr sehen mit fast 700 Schaden. Alter, was habe ich denn jetzt für einen Lauf gehabt, ey? Ey, guckst du ja, wie er schmelzen wird. Guckst dir an hier. 74 Schaden. Bam, weg ist er. Warum kann die weiterkämpfen, ey? Aber schade, er hat seine Niederlage leider nicht richtig mit ansehen können. Das ist ärgerlich. Traurig. In den letzten Kommentaren wurde mir übrigens geschrieben, dass bald die globale, zumindest hatte einer anscheinend so eine Push-Benachrichtigung bekommen von Angry Birds Fight, dass es bald die globale Rangliste gibt. Das heißt, es gibt sie noch gar nicht, deswegen können wir diese Fight-Punkte, die wir nach jedem Kampf sehen, noch überhaupt gar nicht ansehen. Sie bringen aktuell noch nichts, aber halt viel später werden die schon mal gesammelt. Deswegen, Rangliste kommt schon noch irgendwann. Geduld, habe ich mir gedacht, also Chief wird da was kommen. Aber dauert halt noch ein bisschen. Dum, 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 dum. Und da haben wir wieder einen Lebensbonus gegen Red. Durch unsere Fähigkeit. Jetzt haben wir natürlich dieses Bonus-Time nicht mehr drin, ne? Aber das ist doch egal. Hat man, glaube ich, vorher auch nicht. Ich glaube, das hat man auch ausgewechselt gehabt. Weiß ich gar nicht mehr so ganz genau. Und was hat er? Er hat so ein Damage-Ding. Das kann aber so. Achso, gegen Red hat er es, glaube ich, so ein Damage-Ding. Heißt, wenn er gegen Red spielt, dann hat er einen kleinen Bonus. Ja, ja, doch, da sieht irgendwo. Wollte gerade sagen, irgendwo ist da bestimmt ein Vierer. Hier ist ein Vierer. Wow. Der war sexy. Oh, wow, noch mal ein. Ey, das sieht aber wirklich gut aus. Was ist halt los, ey? Bin so gut drauf. Gegner zerstör ich hier easy, ey. Was soll das? Ist ja nicht mehr fair hier. Guckt es euch an. Ich werde sie zerstören, die Gegner. Ah, jetzt sieht es wieder ein bisschen schlechter aus mit dem Feld. Ja, Uhr tickt schon. Die Uhr tickt gnadenlos, tickt sie. Aber trotzdem, 42 Defense, 506 Schaden, das ist in Ordnung. Das ist auch akzeptabel, würde ich sagen. Noch 18 Bonus Defense. Oh, und was hat er? Das sieht ganz gut aus. Ich glaube, das sieht sehr gut aus. Selbst wenn er mehr Schaden machen würde, was er, glaube ich, nicht macht. Nee, war klar. Und Selena ist schon ziemlich stark. Und Chuck generell überhaupt auch. Ja. So ein Angriff hätte nicht gereicht. Down. Oh yeah, 100% schon wieder. Und da gibt es wieder ein schönes Level Up. Und da haben wir wieder unsere Herausforderung gesichtet. Ein dickes Schwein. Ein dickes, grünes, ekliges Schwein. Aber kämpfen wir einfach mal. Zwei Schiffs am Bahama Anker hatten wir ja noch. So. Sollten natürlich gleich direkt mit dem ersten Try killen. Ansonsten sieht es schlecht. Da muss man auch mehr Punkte raus haben. Ah, da waren gerade eine Vierer-Kombo gewesen. Das ist aber eine 5er-Kombo. Halt doch hier aufgelegt, Alter. Drück! Drück, drück. Oh, hier mal was. Mann, nerven die, ey. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. So, hier haben wir noch... Das sieht alles schlecht aus gerade. Sieht alles nicht so prickelnd aus, muss ich sagen. Generell, das gesamte Feld ist nicht so wirklich doll. Oder ich sehe es gerade nicht, keine Ahnung. So, ist mir jetzt egal. Naja. Aber wir haben 2100 Defense. Das ist schon nicht schlecht. Und sehr viel auf Chuck, also. Sollte reichen, um die locker zu töten. Hier kommen 600 Schaden. 652, nice Sache. Und die Kleinen auch noch mal ein bisschen was. Über 100 jeder, das ist nicht schlecht. Nach der Runde haben wir gewonnen. Easy. Ich muss echt langsam mal die letzten beiden Dings kriegen, die letzten beiden Helden.
Kann nicht sein, dass es so lange dauert. Ja, Red hat übrigens ein Level Up. 6 HP dazu bekommen, 7 Schaden. 650 Münzen. Was für Red, aber das brauchen wir auch nicht, weil das uns schwächer macht. Und jetzt kriegst du. Nee, Edelstein kriegen wir jetzt nicht. Jetzt haben wir das Ding abgeschlossen, glaube ich. 100 Fight nochmal dazu. Wie gesagt, jetzt. Doch, Edelstein kriegen wir doch. Da, die Rangliste fehlt noch. Scheiße, was soll ich gerade machen? Genau, ich wollte gucken. Ich klicke erstmal hier drauf. Was wir für die restlichen Helden noch brauchen. 30 Gegenstände halten und hier. Ah, okay. Okay. Was haben wir hier für eine Mission? Gewinne 10 Kämpfe. Oh, das wird nicht schwierig sein. Das sind da die alten Haare, die Olle schon hat. Ich würde sagen, einmal weiter. 55 Bewegungsdings brauchen wir dafür. 55 Symbolchen. Und wieder. Oh, mal zwei Gelingen. Jetzt kam es schön. Und gegen einen Red. Und schön mit einem kleinen Boost dazu noch. Das war super. Hilft uns ein bisschen. So, ich suche hier gerade ein paar. Das fällt nicht. Sieht nicht mehr so doll aus hier. Wie immer fast. Ich sehe wirklich gar nichts, ne? Nichts sieht man hier. Kaum Kombination möglich gewesen gerade. Ah, doch, jetzt sehe ich wieder welche. Aber ne, das wird glaube ich nicht so gut sein. Das ist mal ein etwas schlechteres Feld diesmal, meiner Meinung nach. Da haben wir noch Stella, aber naja, so viel hat es jetzt nicht gemacht, finde ich. Da war noch ein Vierer-Dings gewesen. Ah, guck mal, 150 Defense, nichts, ey. Der wollte sowas von fertig machen. Vor mir hat 3 Fähigkeiten. Ich wollte gar nicht hinkommen, er macht das sowieso. Oh, wobei 169. Macht seinen Nadel mehr Schaden? Oh nein, unsere. Jetzt kommt drauf an, wer hat mehr Leben. Red ist an sich eigentlich einer, der ein bisschen mehr Leben hat. Mein Leben geht dann schneller runter, aber. Hat der ernsthaft gewonnen? Hey, der hat doch nicht gewonnen, willst du mich verarschen? Ey, guckt euch mal an, der hat doch viel mehr Leben von seinen Balken verloren als ich. Das geht wohl nicht danach, sondern danach, wie viel HP man gesandt hat noch. Also völlig egal, was die Leiste anzeigt. Du kannst es als Mensch nicht erkennen, ob du gewinnst oder nicht, weil der jener verborgene HP hat. Die siehst du nicht. Das ist ein bisschen beschissen gewesen jetzt. Knapp gewesen auf jeden Fall. Gut, aber ich würde sagen, wir machen mal eine ganz kurze Pause. Sehen uns in der nächsten Folge wieder von Angry Birds Fight und bis dann. Ciao, Leute.